auf die Straße muss ich vor niemandem mich niederknien, um irgendwie um Geld zu betteln und sagen, ja, kauf mir das Piccolo oder kauf mir bitte das Flasche Champagner. Ich muss mich nicht niederknien. Ich sage meinen rechten Preis, so und so, und wem das nicht passt, der kann mich mal kreuzweise. Dabei. Mein Opa war Übersetzer in damals in der 16. Division im sowjetischen Armee, die Königsberg und Berlin befreit hat. Halt, halt. Hier geht's zum Friedhof. Weil ich kann nicht. Ich kann nicht auf den Friedhof. Nein. Nein, das kann ich gar nicht. Will ich gar nicht sehen. Mit offenem Haupt kann ich nicht mal vor seinem Grab stehen. Nein. Wenn die Opa seinen Enkel so gesehen hätte, hätte er mich erschossen. Wie bist du nach Berlin gekommen? Mit dem Bus. Mit dem Bus? Ja, klar. Bin dann auf die Zopp irgendwie rausgeschmissen. War da von meinem Zuhälter abgeholt. Der hat mich für 50 Mark damals gekauft. Der wusste schon, dass du kommst. Ja, klar. Der hat mich für 50 Mark gekauft. Mein bester Freund hat mich verkauft. Ja, erzähl das Witz. Was für Witz? Das ist nicht witzig. Doch. Wie habe ich die verkauft? Ja, du hast mich verkauft und ich habe dir in die Fresse gespuckt. Habe gesagt, ich bin nicht sauer, dass du mich verkauft hast. Ich bin so sauer, weil du zu wenig genommen hast. Ich bin viel mehr wert.